Der Filmfestival Türkei Deutschland ist vorbei. Der Jufifi, das Jugendfilmfestival, ist in circa einem Monat. Und der Frühlingsfest in Fürth hat am Samstag gestartet. Das 28. Filmfestival Türkei-Deutschland ist zu Ende. Von den Organisatoren habe ich erfahren, wer welchen Film dieses Jahr beim Filmfestival Türkei-Deutschland gewonnen haben. Den dritten Preis hat Protokoll von Berna Citera-Dehrmann bekommen. Den zweiten Kurzfilmpreis Avrupa Fatihi, der Regisseur Onur Yıldız. Hayırlı olsun, das ist der Glückwunschbesuch von Muaz Güneş. Bei dem Spielfilmwettbewerb hat der beste Film Hayat Leben von Zeki Demirkubuz. Der große Preis der Jury ging auch an Zeki Demirkubuz. Beste Hauptdarstellerin hat Selen Kurtaran aus der Türkei bekommen mit dem Film Cam Perde, die gläserne Decke. Beste Hauptdarsteller hat Serkan Kaya bekommen mit dem Film Was von der Liebe bleibt. Unser Publikum hat den Film ja selber ausgesucht und die meisten Stimmen hat der Film Gondola von Veit Helmer bekommen. Dann haben wir noch einen Öngören-Preis vergeben als Interforum. Den hat Krieg und Gerechtigkeit bekommen von Markus Vetter und Michele Gentile. Ein Film, der mir im Gedächtnis und den BesucherInnen geblieben ist, ist der Film Gondola, der den Publikumspreis gewonnen hat. Er hat mit seinem Film die Menschen mit in den Bann gezogen, obwohl zwei Frauen sich nie gesehen haben und nur bei Vorbeifahren sich gesehen haben. Der Liebesstummfilm hatte für die BesucherInnen sehr gut gefallen. Mich hat der Film wahnsinnig fasziniert, dass man mit ganz wenigen Mitteln und mit vor allem ohne Reden ja 1,5 Stunden lang gefesselt ist und vereinnahmt ist. Wäre nicht so aufregend, aber einfach so in dem Saal mit all den Leuten und einfach wunderbar gemacht. Ein ganz tolles Werk. Und ich werde es allen meinen Freunden und Freundinnen empfehlen, diesen Film auch anzusehen. Ab nächster Woche hier im Kino. Hinter die Kulisse war nicht immer alles bestens, sondern es gibt bei jedem Film Probleme. Und er war tatsächlich sehr beeindruckt und hat dann ein Drehbuch gleich geschrieben. Im Winter 22 und im Frühling wurde die Gondel gesperrt, geschlossen, weil sie zu gefährlich war. Oh. Und die Gondeln sind tatsächlich sehr gefährlich. Seit vielen Jahren ist der Oberbürgermeister Markus König vor Ort. Mehreren Jahren. Wir fördern das natürlich auch als Stadt Nürnberg. Das erste Filmfestival war 1992 und das ist schon eine Tradition und es gehört fest auch in unserem Kulturkalender dazu, dass wir das deutsch-türkische Filmfestival begehen und das ist auch ein richtiges schönes Zeichen, dass wir Kulturen verbinden und Kultur verbindet Menschen. Und das Filmfestival ist sensationell auch mit den Filmen, die heute, aber auch in den letzten Jahren gezeigt worden sind. Zwischen den Festivaltagen gibt es Festivalgespräche, die zu einem bestimmten Thema unterhalten. Wir hören hier in einem kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch der Name der Frau.
Merhaba, çok teşekkür ederiz Adil ve Aytan'a. Bütün festivalde emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ederiz katılımınız için. Size de teşekkür ederiz ama teşekkürlerin en büyüğü elbette bu yılın onur konuklarından Hale Soygazi'ye gidiyor. Hepinizin yakından tanıdığını ve sevdiğini tahmin ediyorum. Am 8.3. war die Eröffnung vom Festival mit dem Film. Dem Film Ellbogen von Aslı Özarslan. Geht tatsächlich schon fest. Es heißt ja immer, nach dem Festival ist vor dem Festival. 7.3. bis 16.3.2025. Eigentlich sollte jechnen Beitrag kommen. Leider habe ich ihn nicht ganz hinbekommen, weil mein Schnittprogramm hat sich auf der Hand. Somit erzähle ich euch einfach nur. Mit nur 3 Schliede eröffnet dieses Jahr das 17. Frühlingsmarkt in Fürth. Jeder, der vor Ort sein konnte, bekam ein Freibier, um mit zusammen dem Frühlingsmarkt einzuleiten. Auf dem Frühlingsmarkt gibt es noch Fahrgeschäfte und andere Buden. Der Frühlingsmarkt läuft noch bis zum 24.03.2024 in Fürth. Die Öffnungszeiten ist von 10 bis 21 Uhr. An dem Wochenende 19. bis zum 21.04.2024 findet das 36. Mittelfränkische Jugendfilmfestival im Cinecittà Nürnberg statt. Auf dem Festival werden 48 Filme von den FilmemacherInnen aus Mittelfranken gezeigt, die im Alter von 12 bis 27 Jahre alt sind. Beginn ist der Freitag ab 18 Uhr. Am Samstag ist um 14 Uhr einen Workshop zum Thema Filmwerkstatt Base. Eine Stunde später gehen die weiteren Filme los. Die Preisverleihung ist am Sonntag um 17 Uhr in der Arena der Cinecittà. Noch eine andere Ankündigung des Shot and Share, eine Art Filmbarcamp, ist am 22. Juni im Medienzentrum Parabol Nürnberg. Anmeldung findet ihr auf der Webseite des Medienzentrum Parabol. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Osterzeit. Bis zur nächsten Woche. Macht gut, bleibt gesund. Bye bye. Ciao.